Hallo, hier der Gusoa wieder mit dem dritten Versuch, das Ding jetzt mal aufzunehmen. Geht darum, der Hondo hat einfach mal ganz dekadent mit fünf Lava-Hunden angegriffen und sich gesagt, ach komm, wer braucht schon irgendwelche anderen Spells? Ist doch vollkommen egal, ich nehme nur Wut. Und dann passt das, weil er hätte ja theoretisch eigentlich noch ein Gift mitnehmen können. Aber nein, will er nicht. So, und die Magier sieht man aber hier, die halten halt noch gut durch. Klar, weil wenn sie nicht irgendwie attackiert werden, dann können die natürlich schon noch ordentlich Schaden raushauen. Aber King und Queen leben halt auch noch und von daher sollte das einfach eine ganz easy Nummer werden. Zack, ein letzter Lava. Nee, Blödsinn, letzter Lava-Hund. Quatsch. Da ist noch einiges über. Aber passt auf jeden Fall. So, jetzt sind die weg. Da haben sich die Lava und Welpen dann doch ein bisschen mit den Magiern beschäftigt. Richtig cooles Ding. Ich meine, mit fünf Lava-Hunden anzugreifen, das hat schon Eier. Und jetzt sieht man halt eben auch bei der Menge, sieht man halt wirklich, dass die Lava und Welpen dann schon einiges reißen, ganz klar. So. Ich würde mal sagen, CW-Angriff gewonnen, ne? Richtig geil. Da sehen wir wieder die 20er Queen. Richtig nett. Also meine ist ja dann auch bald soweit. Mal gucken hier, ob wir hier noch was Schönes haben. Haha, okay. Ja, Def gegen Gift habe ich momentan nicht am Start. Aber wir haben eine hoffentlich gute Verteidigung. Earthquake Spell. Wäre natürlich auch geil, wenn der Gegner nur 3 hat. Hahaha. Jetzt gucken wir mal, wie er reingeht. Ja, genau. Also macht sehr Sinn, dass er von dort aus rein möchte. Ich würde mich auch echt mal damit langsam in Verbindung setzen, beziehungsweise auseinandersetzen und probieren, mal so eine Strategie vielleicht aufzubauen, dass man sagt, eine Anti-Earthquake-Spell-Base. Was haltet ihr davon? Das müsste man ja auch irgendwie auf der Reihe kriegen, dass man die weit genug auseinandersetzt und dass man dazu mal ein Speed-Build macht. Mal schauen, weil im CW muss ich ganz ehrlich sagen, das ändert ja natürlich wirklich alles und sollte man das, glaube ich, irgendwie nicht so ganz aus den Augen verlieren. Ja, aber ich würde sagen, der hat auf jeden Fall die in. Oh, und er hat noch geheilt. Na, herzlichen Dank, Alter. Der Heil geht wohl nicht im Inferno. Das weiß sogar der Gusor. Ja, Drache niedergemacht, klar, logisch, das ist natürlich gar kein Thema. Aber jetzt die Ability von der Queen weg und dann kann die auch nicht mehr viel. Dann ist dann halt auch, das ist so der Überraschungsmoment. Und ich würde mal sagen, der hat gar nichts bekommen. Und schön in Meister 1, nett. Richtig, richtig nett verteidigt. Und hier seht ihr halt auch, also Inferno ist halt echt schon mega. Hier, wie das runtergeht. Ich meine, klar, der X-Bow tackelt natürlich auch ordentlich rauf, ganz klare Sache. Oh, schön, die Riesenbombe noch richtig schön nice. Ja, wie gesagt, wissen wir selber. Bei Golems, da zieht sich jetzt zeitlich noch einiges hin, klar. Aber wirklich passieren tut da ja in der Base nichts mehr. Das wären auch keine 40% mehr. Das heißt also, es gibt nicht mal ein Schild für ihn leider. Schade. Aber dafür ist die Verteidigung halt gewonnen. Und es geht einfach mal mit 21 Pokis nach oben. Einwandfrei, da freut man sich richtig. Cooles Ding. Auf jeden Fall. Genau, das war die hier. Haha, okay. Momo. Momo haut raus. Ja, auch sehr nice auf jeden Fall. Und heute, ich muss gucken, dass ich das nicht vergesse. Ich muss gucken, dass ich das nicht vergesse. Ich mache das nebenbei schon mal. Ich mache das schon mal auf. Ihr guckt euch mal bitte hier das Gameplay an. Er läuft auf jeden Fall. Läuft auf jeden Fall die Riesen noch richtig am Start.
Da passiert gar nichts. Die machen den Expo platt ohne Ende. Er holt sich schönes Dunkle. Und da geht auch noch mehr. Also ich würde sagen, wirklich, die drei Goldlager gehen auf jeden Fall auch noch. Würde ich auf jeden Fall sagen. Das geht ganz gechillt. Wir haben den King, der sogar noch seine Ability hat. Also das geht ganz easy durch. Auf jeden Fall. Das ist gar nicht das Problem. Ja, ja. Der normale Rage ist jetzt vorbei. Jetzt kann er entzünden. Ja, genau. Weil wenn jetzt gerade der Minen... Wenn man es kurz vor Minenwerfer macht, macht es nicht so wirklich viel Sinn. Na, sehr geil. Ganz genau. Alles noch genommen. So wie sich das gehört. Und jetzt kann man sagen Tschüss. Aber selbst das, wenn ich mir das sehe, was hier noch von den Riesen über ist, da geht noch einiges. Da geht eigentlich noch einiges, aber man kann schon durchgehen und sagen, gut, okay, komm, das war's. Weil man braucht es halt einfach nicht mehr. Man hat alles eigentlich geholt. Achso, jetzt holt er sogar noch den Two-Star und dann war's das. Hier nochmal schön gecheckt und dann passt das. Nice Ding auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir nochmal, ob hier noch was kommt. So, ich brauche Verstärkung. Kriegen wir hin? So. Und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Jetzt kommt gleich ein kleiner Cut und dann gibt es was ganz Besonderes. Bis gleich. Und zwar kommen wir zu einer Rubrik, Kanäle, die mir gefallen. Also sprich, ja, nicht einfach nur so, naja, hier, der hat sich bei mir beworben und jetzt wird er einfach mal gezeigt, sondern nein, ich gucke rein oder beziehungsweise hatte einfach wirklich auch die Zeit, nicht mit ihm aufzunehmen, aber habe mir gesagt, ey, cool, sein Content gefällt mir und deswegen würde ich einfach mal sagen, gucken wir noch mal ganz kurz rein. Jetzt wieder King O mit dem versprochenen zweiten Teil von Loot of the Week. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, wie gesagt, das ist nur aufgrund des Geburtstages von Clash of Clans, dass ich hier eine Special-Folge mache, weil ich quasi mit Loot of the Week-Videos überhäuft wurde. Ich glaube, das hatte ich schon im ersten Teil ausführlich erklärt. Und hier ist jemand Neues auch wieder dabei. Wie im zweiten Teil war es, glaube ich, schon Flo von Spirit Hawk. Und hier ist es Dennis aus dem Geschwister-Clan. Willkommen, Dennis. Und er hat es mit einem direkten Einstieg auf Platz 5 diese Woche geschafft. Auf jeden Fall. So, sogar noch nach unterschiedlichen Plätzen bewertet. Fand ich ganz coole Nummer. Also guck gerne mal bei ihm vorbei. Vorbei. Und zwar nennt sich King O Clash of Clans. Und ich denke mal, der hat ein Abo verdient. Das sollte passen. Link dazu packe ich in die Videobeschreibung. Das soll es von mir gewesen sein. Wenn euch das gefällt, lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das so findet. Reingehauen. Ciao, ciao.